Länger als sonst hielt Markus Babbel seine Predigt an das Team. 11 Gegentore, 0 Punkte. Die TSG Hoffenheim ist ein Fall für Chaosforscher. Unerklärlich, unverzeihlich. Babbel reagiert noch nüchtern. Probleme gäbe es nicht, sagt er und resümiert. Dass eine unnötige Niederlage war, dass wir durch Kleinigkeiten ein Spiel verlieren, das wir einfach nicht verlieren hätten dürfen, weil wir unachtsam waren, weil wir es eben nicht geschafft haben, die Konzentration da hochzuhalten, auch in Situationen, wo man vielleicht die Gefahr nicht so sieht, mussten wir einfach konsequenter werden. Allein aus Gründen des Selbstschutzes muss der Trainermanager seine Mannschaft noch schonend behandeln. Insbesondere Tim Wiese, seinen Wunschspieler, der beim 3:5 in Freiburg zum unten Durchflieger wurde. Er ist Torwart, seine Fehler werden brutalst bestraft. Wenn Stürmer Fehler begehen, bekommen es die meisten gar nicht mit. Oder wenn ich die Chancen vergebe, ja gut, dann war es halt so. Aber beim Torwart fällt es halt extrem auf, wie beim Verteidiger. Da brennt es lichterloh. Kapitän Tim Wiese, der Wortführer der ersten Wochen, hält lieber seinen Mund. Dafür reden die Mitspieler über seinen gebrauchten Tag. Natürlich sieht er vielleicht in dem einen oder anderen Situation nicht gut aus. Aber es darf nicht sein, dass wir unseren Mann so alleine lassen, auch wenn er den Ball nicht bekommt, dass der dann alleine steht. Also wie gesagt, das ist ein Mannschaftssport. Wenn einer einen Fehler macht, muss der andere da sein. Und wie gesagt, deswegen mache ich mir überhaupt keinen Kopf wegen Tim, weil Tim eine Persönlichkeit ist, der, wenn es nicht gut läuft, auch hinter Mannschaft steht. Und bin auch überzeugt, natürlich, wenn es gut läuft, da wird er sowieso oben drauf sein. Deswegen macht Tim seinen Job gut. So etwas wie eine Jobgarantie hatte Markus Babbel von Mäzen und Macher Dietmar Hopp zuvor bekommen. Doch die nackten Zahlen fliegen ihm langsam um die Ohren. Seit seinem Amtsantritt im Februar hat er mit der TSG nur 4 Spiele gewonnen. Die historische Pokalklatsche beim Viertligisten Berliner AK geht auch mit auf seine Kappe. Erste Konsequenzen hat Babbel bereits für sich gezogen. Er gibt seinen Managerposten auf. Ein Nachfolger wird gesucht.